Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Reden wir weiter? Ja. Ihr seid noch immer hier? Was ist los? Eine Jägerin, die sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Umhang. Was macht ihr? Ihr so, Umhang muss werden, das ist ein... Okay, das ist also... Ups, falsche Seite und die Patchpads. Ja, werden wir einfach mal... Geht das, wenn ich so mache? Nee, geht nicht. Wechseln. Zack. Disrespect Move. Übel. Geil. Okay, so. Jetzt können wir auch hier runter gehen. Wir müssen ja hier runterspringen. Springen wir hier hin. Springen dann aber. Tricky Move hier hin. Heilen uns. Weil hier sind die Leichen runtergefallen. Hier sind immer ein paar Rats. Oh, tschüss. Tschüss. Hallo. So, hier müsste, glaube ich, Sägisch. Wie spricht man das aus? Sägespeer. Das ist eine ziemlich coole Waffe. So, so, zack. Zack. Du kannst dann halt so im Fight kannst du die dann ausklappen. Macht extrem viel Damage. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Krieg ich erstmal aufs Maul, ja. So muss das, ja. Jetzt werden wir nicht sterben. Oder? Töten uns fast so eine scheiße Ratten hier, ey. Können wir nicht angehen. Und jetzt müssen wir hier eben noch einmal hoch. Dann müssen wir nochmal runterspringen, weil auf der anderen Seite liegt ja auch noch was. Das ist zwar nicht so wertvoll, aber wir nehmen alles mit, Leute. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. So auch dieses Item. Okay. Hier sind noch ein paar Rattis. Messer und was war das? Gut, ja gut, das sind Scherben. Scherben sind jetzt nichts, was ich jetzt so abschlagen würde. Aber wir haben schon 5 Wurfmesser, das ist gut. So, zack. Jetzt müssen wir, gehen wir nach ganz nach oben. Wir haben schon wieder 6000, fast 7000 Seelen. Ziemlich viel. Jetzt haben wir eine lange Zweihandwaffe und jetzt haben wir sogar noch eine, die wir so benutzen können. Obwohl ich das extrem slow finde, wie der hier schlägt. Das ist ja sogar noch fast schneller. Ja, dieses Aufklappen, ne? Ich benutze das so gerne irgendwie. Der Hund quäkt die Übel voll. Kommt wieder mal mit hoch. Oh, ihr seid eine Jägerin, nicht wahr? Und, ja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Ihr seid dazu verpflichtet. Nein. Erzählt ihr mir. Die möchte einen sicheren Zufluchtsort. Den wir aber nicht kennen. Deswegen müssen wir die leider enttäuschen. Hunde. Easy papi easy. Sind hier eingesperrt. Sicher ist sicher. Wir töten die mit dem Arm. Das ziehen wir doch ab. Da meine sind, dass sie uns abfacken können.
zwei aus oder ist sie traurig? So. Nö. Oder nö. Ne, wir gehen erstmal hoch. Ah, hier oben nachher nur ein Item, genau, richtig. Fein voraus. Okay, wüsste ich jetzt nicht wo, aber. Krasser Feind, muss schon sagen. Ein Item. Möchte ich jetzt nicht unbedingt als Feind haben. Hier sind Feinde, das ist richtig. Hoffnungslos. Ich muss leben. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke. Okay. Irgendwas mit der Brücke, dass sie böse ist, dass wir da nicht lang gehen sollen. Aber wir werden das trotzdem tun. Steht auch noch einer. Halt. So, hier ist auch noch einer. Den werden wir auch mal eben abschlitzen. So, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, sind da die Wölfe. Da sind wir vorhin lang gewesen. Also den letzten Part. Und da hinten ist der Boss. Aber da gehen wir noch nicht lang. Denn wir sind ja nicht blöd. Also ein bisschen schon, aber wir werden uns erstmal den Shortcut holen. Den es hier gibt. Zack, 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 zack. Wir können hier nochmal lang. Dann werden noch die zwei Fetten. Das ist am Ende. Scherbe über Scherbe. So. Shot. Cut. Freigeschaltet. Hier ist die Laterne, wo wir am Anfang waren. Dort werden wir direkt mal in den Traum reisen. Und gucken, was man da so Neues machen kann. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Haus ja schon auf. Man weiß das ja nicht. Puppe pennt noch. Haus ist tatsächlich auf. Hier sitzt ein Opa. Aha. Ihr müsst die neue Jägerin sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Seht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Okay, mehr sagt er uns nicht. Die Puppe ist nämlich ein Skillort. Für diejenigen, die das nicht wussten. Da ist wie die alle in Manjula und am Feuerband schreien. Die pennt jetzt, glaube ich, noch. Ja, du pennst noch. Finde ich nicht cool von dir, wenn ich ehrlich bin. Kann man die nicht hauen? Nee. Cool, die haben Hüte auf. Das heißt, wenn ich sterbe und die das sehen bei mir, dann haben die bei ihm Hüte drauf. So, die möchte ich gern haben.
Ah, ich kann unendlich kaufen. Da steht also nur die Anzahl, die wir schon haben. Ach so. So, dann werden wir mal gucken, ob wir was verbessern können. Hier ist hier nämlich die Werkstatt. Werkstatt. Mhm. Tatsächlich würde ich gerne die verbessern. Aber die ist. Ne, wir machen das. Die. Und wie viele brauchen wir? 5. Ich habe nur 4. Können wir dort welche kaufen? Nee. Schade. Aber ein bisschen Damage macht das schon. Wir werden jetzt einmal. Nee. Eigentlich würde ich doch, wir machen das. Wir reisen jetzt nach da und dann reisen wir auch wieder zurück. Also wir holen uns da jetzt noch kurz ein Item, was ich letztens so, also was ich in der anderen Session immer gefunden hatte. Per Zufall. Ja, gleich kommt nicht, gleich ist das auch wieder blind. Aber, ja gut. Ich kann ja dabei auch nichts. Ich habe aber nachgeguckt, bis jetzt sind keine Fehler aufgetreten. Was ich sehr gut herziehen kann. Jetzt könntest du vielleicht fertig geladen haben. Eventuell wäre das möglich. Ja, perfekt. Rennen wir mal hier hoch. Aus dieser Tür kamen wir letztes Jahr. Klopfen wir mal an. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir sehr leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid. Aber ich kann nichts machen. Bitte. Mehr kann ich nicht für euch tun. Gut, Fiola. Ja, ich bin schon weg. Geht jetzt. Aus dem Zimmer sind wir gekommen. So, jetzt müsste die Puppe eigentlich wieder stehen. Muss da einmal raus und wieder rein, dann müsste sie eigentlich wirklich wieder stehen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Weil da möchte ich gerne meine Skillpunkte verteilen, denn wir brauchen ein bisschen Leben, ein bisschen Ausdauer, ein bisschen mehr Stärke. Lol, die lebt ja immer noch nicht. Renne ich hier mit 7000 Seelen rum. Ganz geil. Hier das Lager übrigens. Seht ihr mal, wir haben 9 Estes da noch drin liegen als Lager. Was war das denn nochmal? Die Werkstattwerkzeuge für die Aufgaben ist nicht vorhanden. Okay, kommt. Der Opa ist auch weg. Aber der hat wahrscheinlich mit dem Opa gefightet. Oder? Ne, keine Ahnung. Omi, ich finde das übrigens nicht gut, dass du da einfach abgehauen bist. Ja? So, ist die Tür hier auf? Nee. Ja gut, dann, ich hasse dich. Nein! Oh! Mh. Oh nö, oh nö, oh, mh, nee, mh, nee, oh, mh. Obwohl, doch, das geht schon. So weit ist das nicht. Müssen wir halt kurz ein bisschen laufen. Ich wollte eigentlich zu dem zweiten Punkt und dann wollten wir schon mal Richtung Boss laufen. Aber wir wurden ja aufgehalten, weil ich mich verdrückt habe. Geil. Diese Ladezeiten sind so verdient. Übel krass. Übel krass. Kein Problem, laufen wir ein bisschen. Ihr merkt das, ne? Ich feiere das voll, dass man die so ausfahren kann. Ich spiele damit schon die ganze Zeit rum. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Damage die macht. An dich, du bist jetzt mein Opfer. Jetzt sind wir. Seelen.
Nur weil du olle Scheißkuh nicht aufstehen willst. So, hier ist ja das Campfire hier. So, jetzt haben wir die wieder als Spawnpunkt aktiv. Oh, der hat mal geschossen. Eine Blutfiole. Sorry. Und du hattest gar nichts? Du Arsch. Wieder voll Blut. Das ist schön. Oh, lol. Dich habe ich vergessen. Sorry, Boy. So, den werfen wir jetzt mal ab, weil ich keinen Bock habe, gegen den zu fighten. Kurz vor dem Boss. Oh, du lebst ja nicht. Du hast das Feuer also nicht abgekriegt. So, dann gucken wir mal. Nicht. Warte, ich mache hier mal so eine Nachricht hin. Wir probieren das direkt mal aus. Wir machen hier mal das Notizbuch rein. Das wir direkt mal auswählen. Notiz machen. Vorlage. Fürchte dich vor. Bestie. Nee, nee. Doch, Bestie. Okay. So, jetzt haben meine Schriftnamen dann so coole Hüte auf. Deren ja nicht. Weil wir ja den Zylinder mal abgegeben haben. So. Und die Bestie schauen wir uns im nächsten Part an. Haut rein. Ciao.